bist du? Hm? Hä? Hm? Pock! Es geht dir wohl nicht gut, oder? Nein, dir geht's echt nicht gut. Jetzt bleib mal schön im Bett. Ich hol dir gleich ein bisschen Vogelfutter und was zu trinken. Und dann werde ich dir etwas vorlesen. Oh, ich werde mal lieber Mama holen, glaube ich. Sie kennt sich viel besser aus. Hier, Mama, sieh mal. Ja, ich glaube auch, dass es ihm nicht gut geht, Theo. Ich bin mir allerdings sicher, dass es nichts Ernstes ist. Aber es wäre wohl besser, wenn wir die Ärztin befragen. Ich bringe ihn hin, wenn ich Papa zur Arbeit gefahren habe. Dann bis nachher, Frau Doktor. Auf Wiedersehen. So, das wäre dann geklärt. Wenn ich wieder da bin, werden wir sofort zur Ärztin fahren. Das machen wir. Sei brav. Ach, er wird schon ganz brav sein. Und wenn nicht, dann werde ich ihn an die wilden Haie verfüttern. An welche Haie denn? Na, an die Haie, die bei uns im Waschbecken rumschwimmen. Die haben noch gar nicht gefrühstückt. Ich auch nicht. Ich kann viel mehr essen als die. Ja, das denke ich auch. Was hättest du denn gern zum Frühstück? Gebratene Würmer oder Schnecken auf Toast? Nein, ich hätte lieber ein paar gerührte Froscheier. Darauf habe ich großen Appetit, Opa. Darf ich Sie zu Ihrem Tisch führen, mein Herr? Ach, so was Dummes. Froscheier haben wir gar nicht mehr vorrätig. Darf es denn auch Müsli sein? Ja, ist gut. Das nehme ich auch. Ach, und wir müssen unbedingt auch noch Frühstück für Pock machen, denn es geht ihm nicht gut. Oh, das tut mir aber sehr leid für ihn. Der arme Pock. Mama hat gesagt, dass es nicht allzu ernst ist. Aber wenn Mama wieder da ist, werden wir mit ihm zur Ärztin fahren. Pock! Ich hab dir Frühstück mitgebracht. Hirse, dein Lieblingsfutter. Pock? Wirklich? Du hast doch gesagt, dass es ihm nicht gut geht. Das ist ja auch so. Ich muss ihn schnell suchen. Hm? Pock! Hm? Pock? Hm? Pock! Hallo, Theo. Ja, schon oft. Er ist ein ziemlich kleiner Vogel mit einem gelben Schnabel und er hat grüne Federn und... Oh, entschuldige, ist was passiert? Ja, ich kann ihn einfach nicht finden. Und es geht ihm heute nicht gut. Oh, du Armer, nur hier wirst du ihn nicht finden, aber wenn ich ihn sehe, sag ich dir Bescheid. Danke, Oma. Ja, bitte? Nein, mein Junge, heute habe ich ihn noch nicht gesehen. Hoffentlich ist nichts passiert. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Es geht ihm heute nicht gut. Theo, jetzt mach dir mal keine großen Sorgen. Es ist ihm ganz sicher nichts passiert. Ja, das hoffe ich auch. Pock! 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 Pock, wo bist du? Hi, Theo. Suchst du irgendetwas? Ja, Pock. Ich kann ihn einfach nirgendwo finden. Wo hast du ihn zuletzt gesehen? In meinem Bett.
Es ging ihm heute Morgen gar nicht gut. Und Mama hat gesagt, dass sie ihn nachher zur Ärztin bringen will. Und ich denke, dass er einfach Angst bekommen hat. Dann hat er sich versteckt. Ja, vielleicht. Puck! 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 Elsie? Wo bist du? Wir müssen weg. Ja, ich komme. Wir sehen uns. Ja, ja, wir sehen uns. Hm? Wo denn? Na, bei der Ärztin. Wir werden doch heute geimpft. Geimpft? Oh nein, das habe ich ja ganz vergessen. Theo, bist du soweit? Jetzt beeil dich. Wir wollen gleich gehen, hörst du? Ja, Mama, ist gut. Oh, ja, eine Spritze. Ich lass mir doch keine Nadel in den Arm stechen. Pucks Idee ist gar nicht schlecht. Hm, ich versteck mich. Es geht los! Nun komm, wir müssen uns beeilen. Theo! Hm. Versteckt. Theo, na da bist du ja. Also los, jetzt komm, Theo. Du brauchst wirklich überhaupt keine Angst zu haben. Dir sticht man ja auch keine dicke Nadel in den Arm. Du hast leicht reden. Aber Theo, das ist doch gar nicht so schlimm. Doch, ist es. Noch viel schlimmer. Ach und Puck, du wirst am besten gleich mitfahren, damit die Ärztin dich auch untersuchen kann. Es dauert nicht lange, Theo. Das wird schneller gehen, als du denkst. Und wenn ich gehe, habe ich ein dickes, großes Loch in meinem Arm, das nie wieder zugeht. Danke, Frau Doktor. Nichts zu danken. Du brauchst wirklich keine Angst zu haben. Sie ist total nett. Also dann, der Nächste. Na komm, Theo. Guten Tag, Theo. Setz dich. Was hast du denn da für einen hübschen Vogel mitgebracht? Sagst du mir ihren Namen? Puck, und sie ist ein Er. Ich verstehe, das ist ein Junge. Und es geht ihm nicht sehr gut. Ach du meine Güte. Na, dann werde ich dich am besten gleich mal untersuchen, Puck. Oh, nun komm schon, Puck. Ich werde dir auch bestimmt nicht wehtun. Theo, du solltest dich als Erster untersuchen lassen. Zeig Puck, dass er gar keine Angst haben muss. Naja, na ist gut. Eine gute Idee, Theo. Das wird ihm sicher helfen. Also, es wird nicht wehtun. Ich weiß eigentlich nicht, welchen Arm ich am meisten brauche. Denn wenn man eine Spritze bekommen hat, dann kann man ihn doch ein paar Tage lang gar nicht benutzen. Bekomme ich eine Armschlinge? Und ich möchte auch gern ein großes Pflaster haben. So. Hm? Das war's. Du warst aber wirklich sehr tapfer, Theo. Dafür kriegst du einen goldenen Stern. Sie meinen, ich habe meine Impfung schon bekommen? Ich habe ja gesagt, dass es nicht wehtut. Und jetzt bist du dran, Puck. Du brauchst wirklich überhaupt keine Angst zu haben. Ich verspreche es dir. Dann kriegst du auch so einen Stern. Die Ärztin hat gesagt, dass du nur ein bisschen erkältet bist. Du musst jetzt ganz viel trinken und dich ein bisschen ausruhen. Hm? Papa, was hast du denn? Ich glaube, ich habe mir eine Erkältung eingefangen. Hm, dann wird es wohl das Beste sein, wenn wir dich zur Ärztin bringen. Nein, es geht schon, Theo. In ein, zwei Tagen bin ich wieder ganz gesund. Ach, Papa, du brauchst wirklich keine Angst zu haben. Die Ärztin ist ganz nett und freundlich. Und wenn du möchtest, dann komme ich mit und halt dir deinen Huf. Ach, danke, Theo. Und wenn du ganz tapfer bist, dann bekommst du auch einen goldenen Stern von ihr. Ich war sehr, sehr tapfer. Ich hab einen. Ach, hallo, ihr zwei. Hey, Theo, ihr
du ja schon wieder dieses Comic-Heft. Das ist ja auch das Beste von allen. Kapitän Zapp, Weltraumzebra, befindet sich auf einer Mars-Mission. Weißt du was? Warum fliegen wir beide denn nicht auch zum Mars? Na, wollen wir, Elsie? Wollen wir? Na ja, ist gut. Wieso nicht? Dann werden wir beide eben zum Mars fliegen. Hurra! Hurra! Aber warte, vorher muss ich noch 8 Blumen malen. Wie bitte? Noch 8 Blumen? Aber das kann ja noch eine Ewigkeit dauern. Moment, ich habe eine Idee. Was hältst du davon, wenn du zum Mars fliegst und dort deine 8 Blumen malst, Elsie? Ja, das ist eine super Idee, Opa. Ich bin mir sicher, dass die Steine und Blumen auf dem Mars noch viel interessanter sind. Ja, meinst du? Aber wo ist denn der Planet Mars? Der ist ganz, ganz weit weg. Aber wir werden ein Raumschiff brauchen, um hinzukommen. Naja, und wo wollen wir bitte ein Raumschiff herbekommen? Aus Opas Raumschiffwerkstatt natürlich. Hm? Cool. Wow! Das wird ja genauso wie Kapitän Zapps Raumschiff. Ja, aber irgendwas fehlt da noch. Genau! Warte, jetzt weiß ich's. Es hat ja gar keine Raketentriebwerke. Sieh doch mal. Tja, dann wollen wir doch mal sehen, was wir alles im Raketenzubehörlager haben. Ah, da hätten wir ja auch schon was. Ist ja toll. Hier habe ich 3 Raketentriebwerke. Na, das ist ja schon mal ein sehr guter Anfang. Aber es weiß doch wirklich jeder, dass Kapitän Zapps Raumschiff 4 Raketentriebwerke hat, Opa. Ja, dann brauchen wir natürlich auch 4. Hiermit ernenne ich euch zu meinen Raumschiff-Ingenieuren. Und nun müsst ihr mir ein Raketentriebwerk besorgen. Ja, ist gut. Wird gemacht, Opa. Wir werden schon eins finden. Ein Raketentriebwerk? Aber so etwas habe ich doch gar nicht. Doch, doch, das hast du. Da! Ach so, dieses Raketentriebwerk meinst du? Ja, aber ich bin mir nicht so sicher, ob ich euch das geben sollte. Denn da ist noch ein ganz klein wenig Spülmittel drin, wisst ihr? Aber es geht hier wirklich um eine sehr wichtige Mission zum Mars. Also wir brauchen es wirklich. Und wir werden auch vorsichtig damit umgehen. Das versprechen wir. In Ordnung. Aber bringt es wieder mit, wenn ihr zur Erde zurückkehrt. Danke, Mama. Ach, wartet bitte noch einen Moment. Ihr habt nicht zufällig auf einer eurer Missionen meine Vase gesehen, oder? Nein, Mama. Ich bin mir sicher, dass sie vorhin noch auf dem Fensterbrett stand, aber nun ist sie weg. Wir halten unterwegs die Augen offen. Ja, und falls sie auf dem Mars ist, sagen wir Bescheid. Hier ist das Raketentriebwerk. Sehr gut. Und nun, meine Lieben, ist die Zebra 10 startklar. Hurra! Aber vorher braucht ihr noch ein paar Raumfahrerhelme. Das ist ja super. Dankeschön. Na, Zebra 10, bereit zum Start? Alles Roger. Was soll denn das bedeuten, alles Roger? Na, das ist Raumfahrersprache und damit meint man, dass alles klar ist. Ach so, alles Roger. Okay, also dann, jetzt die Raketen zünden. Sechs, fünf und 4. 3, 2 und 1. Okay, und nun kommt der Startvorgang. Wir sind jetzt im All. Siehst du das? Ihr befindet euch im Landeanflug. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Jetzt gut festhalten. Alles klar, die Zebra 10 ist gelandet. Oh.
Einen schönen guten Tag. Ich bin der Opa vom Mars. Einen schönen guten Tag und ich bin Kapitän Zeo. Und ich bin Kapitänin Elsie. Stellvertretende Kapitänin Elsie. Ich bin hier, um euch meinen Planeten zu zeigen, den Mars. Willkommen im marsianischen Garten von Zebos. Passt gut auf, dass ihr die blauen Pflanzen nicht berührt, Erdlinge. Denn das ist nämlich eine sehr seltene und geheimnisvolle Marspflanze. Sie lässt euch blau anlaufen. Das werde ich in mein Kapitäninnen-Logbuch schreiben. Ins stellvertretende Kapitäninnen-Logbuch. Wow! Hey, sieh doch mal, sogar der Himmel hier ist ja orange. Oh nein! Eins von unseren Raketentriebwerken ist verschwunden. Wir brauchen aber alle vier, um zurückzufliegen. Also das ist aber sehr merkwürdig. Zuerst verschwindet die Vase von deiner Mutter und jetzt auch noch unser Raketentriebwerk. Weit kann der Dieb nicht gekommen sein. Na los, suchen wir ihn. Das ist ja ein Fußabdruck. Der ist ja von einem Außerirdischen. Der hat sicher das Raketentriebwerk geklaut. Aber hier ist doch gar keiner außer uns. Der ist hundertprozentig zu unserer Marsraumstation gegangen. Na los, gehen wir. Warte auf mich. Denn ich bin immerhin der Kapitän. Und wo fangen wir an zu suchen, Kapitän Zeo? Tja, das weiß ich auch nicht. Hä? Eine Seifenblase. Aber wo ist die denn hergekommen? Aus dem Badezimmer. Oh, was macht ihr denn hier? Ach, Oma vom Mars. Du hast also Mamas Vase genommen. Oma vom Mars, sagst du? Ach so, ja, ich verstehe. Alles in Ordnung. Also, ich wollte deiner Mutter ein bisschen beim Frühjahrsputz helfen. Sie haben uns unser Raketentriebwerk weggenommen. Oh, ach, du meinst das hier? Naja, nun ist es leer. Wollt ihr es haben? Oh ja, bitte. Das brauchen wir, weil wir sonst nicht mehr auf die Erde zurückkommen. Danke sehr. Und wenn ihr wieder auf der Erde seid, würdest du die dann deiner Mutter geben? Alles Roger. Ich wünsche euch eine schöne Reise, Erdlinge. Wiedersehen, Opa vom Mars. 3, 2, 1. Und nun sind die beiden gestartet. Seid willkommen zurück auf der Erde. Na ja, aber bist du denn nicht der Opa vom Mars? Ach so, ja, richtig. Hallo, Opa. Hey, hallo alle zusammen. Hattet ihr beide denn Spaß auf dem Mars? Ja, Oma vom Mars hat uns ein Raketentriebwerk geklaut, aber wir haben es zurückgeholt. Ich bin genauso gut wie Kapitän Zapp. Oh! Wir haben hier was für dich, Mama. Dankeschön, Zeo. Wie erfreulich, sie ist ja so schön sauber. Und übrigens, hier, mein Kapitäninnen-Logbuch ist fertig geworden. Stellvertretend. Naja, ist gut, in Ordnung. Ja, ja, schon okay. Du darfst es von mir aus so nennen. Alles Roger, Kapitän Zeo. Wie denn? Ach, weißt du das noch gar nicht? Ich habe beschlossen, Müllmann zu werden, wenn ich groß bin. Wolltest du nicht Graf werden? Nein, nein, das war gestern. Mein Opa hat gesagt, dass er Hilfe braucht, um die Werkstatt aufzuräumen. Und da könnte ich doch schon mal anfangen zu üben. Das wird mir später als Müllmann helfen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
Oh, wie schön. Da freue ich mich, Theo. Ich kann Hilfe gut gebrauchen. Es gibt hier sehr viele Dinge, die weggeworfen werden müssen. Oh, aber den da werfen wir lieber nicht weg. Sieh mal. Ein sehr seltener, springender Farbtopf. So was sieht man nicht sehr oft. Nein, das ist gar kein springender Farbtopf. Das ist Puck. Na, jetzt hast du mich aber ganz schön reingelegt, Puck. Na, dann komm mal mit, Theo. Wir haben noch sehr viel zu tun. Opa, also ich würde sagen, dass du das Ding hier nicht mehr brauchst. Ein Pinsel ohne Borsten, den kannst du doch wegwerfen. Naja, aber vielleicht könnte ich den gut gebrauchen, wenn ich irgendwann unsichtbare Farbe finde. So ein Unsinn. Was ist das? Ach, das ist ein Walkie-Talkie, weißt du? Da drin müsste doch auch noch ein Funkgerät sein. Ah, hier ist es ja. Aber was ist denn ein Walkie-Talkie? Bleib mal hier stehen. Das ist sowas Ähnliches wie ein Handy. Oh, wie toll! Ist ja interessant. Wie funktioniert das? Du musst einfach auf den Knopf an der Seite drücken. Ja, ist gut. Genau. Und wenn du mit jemandem sprichst, dann musst du unbedingt Roger sagen. Das bedeutet verstanden. Ja, und over sagst du, wenn du deinen Satz beendet hast. Darf ich ein bisschen damit spielen, Opa? Ja, natürlich darfst du das. Also ich meine, Roger, sobald wir mit dem Aufräumen fertig sind. Dann wollen wir uns mal beeilen. So, dann werde ich mal diese Ladung zum Werkstoffhof bringen, Theo. Gut, und ich werde mit diesem Walkie-Talkie spielen. Aber mit wem soll ich denn spielen? Elsie? Elsie? Ja, Theo? Willst du mit meinem Walkie-Talkie spielen? Das ist wirklich super toll. Das würde ich ja gern, Theo. Aber ich gehe mit Mama und Papa weg und wir müssen gleich los. Ja, ich komme. Tut mir leid. Ein anderes Mal, ja? Klar. Ja, ist gut. Hallo, Theo. Ich rufe Theo. Kannst du mich hören? Over. Roger. Ja, ja, ich höre dich laut und deutlich. Over. Das ist irgendwie blöd, wenn man mit sich selbst redet. Man weiß immer gleich, was man sagen will. Puck, willst du es mal probieren? Toll. Hey, Puck, der rote Knopf. Du musst auf den roten Knopf drücken. Naja, also das ist irgendwie nicht so richtig dein Ding, oder? Theo, kannst du mal bitte herkommen? Klar! Uroma und ich werden schnell mal einkaufen gehen. Wir sind bald wieder da. Oh, soll ich nicht lieber einkaufen gehen? Ach, oh ja, das wäre wirklich sehr nett von dir, Theo. Dann könnte ich meine Beine ein bisschen schonen. Ich muss hier irgendwo eine Liste haben. Sie ist hier drin. Ich brauche noch jemanden, wenn ich damit spielen möchte. Und, Mutter, das wäre dann alles. Meinen Sie, dass Zack ein bisschen mit mir spielen will? Zack würde bestimmt gern mit dir spielen, aber er ist bei seinem Opa. Okay, das macht ja nichts. Theo, hast du nicht irgendetwas vergessen? Hä? Oh, ja, meine Einkäufe. Ich habe alles eingekauft. Fein, das ist aber lieb von dir. Vielen, vielen Dank.
Aber ich glaube, das da habe ich gar nicht bestellt. Was ist denn das, Theo? Das hier ist mein Walkie-Talkie. Also bis später. Wiedersehen. Wiedersehen, Theo. Theo! Ich komme. Weißt du, ich habe meinen Hut in der Küche vergessen. Könntest du ihn mir vielleicht holen, wärst du so lieb? Ja, natürlich. Das mache ich. Das ist lieb, dass du mir den Weg abgenommen hast. Ich wollte dich vorhin schon fragen. Sag mal, was ist das eigentlich? Walkie-Talkie, was soll denn das sein? Sowas ähnliches wie ein Telefon. Sieh mal, man muss einfach nur auf den roten Knopf drücken, dann kannst du da reinsprechen und durch das zweite Ding kannst du den anderen hören. Oh, das ist ja aufregend, sowas kenne ich gar nicht. Das Problem ist nur, dass keiner da ist, der mit mir spielen will. Es sei denn, also, ich habe eine ganz tolle Idee. Wie wär's denn, wenn wir beide damit spielen würden? Bitte? Aber ich, ach nein, ich weiß nicht, ob ich damit zurechtkomme. Sowas ist doch so schrecklich modern. Keine Sorge, das ist ganz einfach. Und weißt du, immer wenn du irgendetwas brauchst, dann kannst du mich rufen. Verstehe. Also mal sehen. Hab keine Angst. Alles in Ordnung. Es wird dich nicht beißen, Uroma. Jetzt drück auf den roten Knopf und dann kannst du da reinsprechen. Ja, und was soll ich sagen? Na, was du willst. Also, Uroma an Theo wäre ein guter Anfang. Uroma an Theo. Sehr gut. Theo an Uroma, ich kann dich gut hören. Over. Was heißt denn over? Also, das sagt man, wenn man mit dem Sprechen fertig ist, weißt du? Also, das finde ich aber wirklich sehr verwirrend. Das ist nicht so schwer. Das wirst du ganz schnell lernen. Du musst nur auf den roten Knopf drücken. Over. Oma, die Kekse riechen aber köstlich. Du kannst gern einen kosten. Nimm dir einen. Vielleicht hat ja Uroma auch Appetit auf einen Keks. Das sind ihre Lieblingskekse. Dann geh doch mal nach oben und frag, ob sie einen haben will. Dazu muss ich nicht nach oben gehen. Theo und Uroma. Theo und Uroma, möchtest du einen Schokoladenkeks haben? Over. Oh, ja bitte. Ich meine, ja bitte, over. Na, da staune ich aber. Das ist ja ganz schön clever. Die hier habe ich bei meiner großen Aufräumaktion gefunden. Will die nicht jemand haben? Vielleicht hätte Uroma sie ja gern. Ich werde sie gleich mal fragen. Theo und Uroma, Opa hat eine Vase gefunden. Möchtest du sie haben? Over. Ja, aber sind denn da auch Blumen drin? Over. Nein, noch nicht. Sehr schön. Also, wie ich sehe, kannst du dein Walkie-Talkie gut gebrauchen. Ja, es ist ganz toll, Opa. Vase, Blumen und Kekse werden ganz schnell geliefert. Over. Also, die Blumen werden mir sehr gut gefallen. Meinst du nicht auch, Pock? Oh, hey, Vorsicht, Pock. Beinahe hättest du die Blumen in Stücke genießt. Oh. Danke, Theo. Was für schöne Blumen. Und was für ein köstlicher Keks. Und gleich kommt der Kuss, wetten? Der riesige Tyrannosaurus Rex jagte den bösen Triceratops hinterher. Ra, 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 ra. Wo gehst du hin, Opa? Psch, deine Oma ist so arbeitswütig. Da gehe ich ihr lieber aus dem Weg. Der gewaltige Tyrannosaurus Rex fing auf einmal an zu schreien. Ra! Ach, hallo Theo. Hier bist du, mein Junge. Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Würdest du mir vielleicht beim Waschen helfen? Was? Beim Waschen? Ja. Heute ist der perfekte Tag zum Wäschetrocknen und darum will ich Laken waschen. Naja, aber es tut mir leid, Oma, aber Elsie will mich gleich besuchen. Sie wird jede Minute hier sein, weißt du? Aha. Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Würdest du mir vielleicht beim Waschen helfen? Oh,
Tja, weißt du, ich wollte noch... Nein, nein, mein lieber Freund, keine Ausreden. Nun komm schon. Hey, ich bin größer als dein Triceratops. Vor Millionen Jahren war mein Triceratops so groß wie ein Baum und hat Blätter gefressen. Na und, mein Tyrannosaurus Rex war noch viel größer. Er war so groß wie unser Haus, verstehst du? Ein Dinosaurier würde ja noch nicht mal in euren Garten passen. Also sein Kopf wäre hier und sein Schwanz wäre da drüben im Park. Ich wüsste furchtbar gern, wie das ist, so groß wie ein Haus zu sein. Stell dir mal vor, du bist so groß, dass du nicht mal das Ende deines Schwanzes siehst. Weißt du was? Ich habe eine ganz tolle Idee. Wir beide bauen einen großen Dinosaurier. Ja, gleich hier in unserem Garten. Aber wie denn? Wir könnten doch einfach Pappkartons nehmen. Opa hat ganz viele. Ich frag ihn mal, ob er uns hilft. Los, komm, wir bauen Zink. Wer ist denn Zink? Unser riesiger Dinosaurier. Vielen Dank. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, wie ich das ohne dich geschafft hätte. Dankeschön. Nichts zu danken. Theo, also mit diesen hier könnt ihr anfangen. Aber ich habe noch viel mehr. Hey, ich glaube, ich habe auch noch ein paar Kartons in meinem Zimmer. Ich suche mal bei mir drüben ein bisschen nach Stoff, um Zink abzudecken. Hoppla! Mit den vielen Kartons könnt ihr eine ganze Herde Dinosaurier bauen. Danke, Opa. Ich habe auch noch ein paar Kartons gefunden. Gut, na dann an die Arbeit. Und um Unfälle zu vermeiden, werde ich an Zinks Kopf und Nacken arbeiten. Und du konzentrierst dich auf Rücken und Füße. Oh ja, ist gut, Opa. Nanu, was soll das denn sein? Das ist das Hinterteil von Zink. Tada! Das hier habe ich gefunden. Ich glaube, wir brauchen viel mehr Stoff, um unseren Dinosaurier abzudecken. Hast du denn nicht vielleicht noch irgendwas in deiner Werkstatt, Opa? Ja, ich glaube schon. Ja, sehr schön. Das können wir bestimmt sehr gut gebrauchen. Ein bisschen höher, Theo. Nein, ein bisschen tiefer, Opa. So geht das aber nicht. Du hast ja den Kopf von Zink freigelegt. Und du hast gerade sein Hinterteil freigelegt. Sieh mal, ich habe Dinosaurierstacheln gebastelt. Das war aber wirklich sehr klug von dir, Elsie. Ein Glück, dass ich dein Kissen gefunden habe, Theo. Und das Laken auch. Sehr schade, dass es nicht ein bisschen größer ist. Mami, sieh mal, da ist ja ein Dinosaurier. Ja, mein Schatz. Mann, ist der groß. Oh ja, und ganz schön gruselig. Nein, der ist nicht gruselig, Opa. Das ist Zink. Unser unglaublich großer Dinosaurier. Theo, Opa, Abendessen. Mama ruft uns. Na, dann komm, Theo. Wir dürfen die Familie nicht warten lassen. Darf Elsie zum Abendessen bleiben? Bitte, Opa. Ja, natürlich. Aber du musst erst deine Mutter um Erlaubnis fragen, Elsie. Bis gleich. Renn aber nicht weg, Zink. Wir sind bald wieder da. Wusstet ihr, dass der fleischfressende Tyrannosaurus Rex viel kleiner war als der Brachiosaurus? Und der hat sich nur von Blättern ernährt. Nein, das habe ich nicht gewusst. Also,
Wenn ich nur Salat essen würde, könnte ich dann vielleicht so groß wie ein Brachiosaurus werden? Nein, nein, ich glaube, so groß würdest du nicht werden, Elsie. Aber Salat ist natürlich auf jeden Fall gesund. Nun hört schon auf, meine Lieben. Es gibt doch heute gar keine Dinosaurier mehr. Und nun esst, sonst wird ja alles kalt. Soll ich euch mal was sagen? Dinosaurier haben vor vielen Millionen Jahren gelebt. Aber nun sind sie alle ausgestorben. Ihr beide seid aber wirklich sehr kluge Zebras. Das Thema ist aber auch echt sehr interessant, Opa. Ja, das finde ich auch. Ach, vielen Dank, das Essen ist ganz köstlich. Da kann ich nur zustimmen. Vielen Dank. Und nun entschuldigt mich bitte. Ich muss schnell die Wäsche reinholen, bevor es dunkel wird. Das andere Laken. Oh. Oh. Ach du meine Güte. Ich habe übrigens Neuigkeiten für euch. Die Dinosaurier sind gar nicht ausgestorben. Hm? In unserem Garten steht ein riesiger Dinosaurier. Ihr braucht keine Angst zu haben. Das ist nur Zink. Unser riesiger Dinosaurier. Oh. Der ist ja unglaublich. Wie ist der denn in unseren Garten gekommen? Den haben sie und ich gebaut. Und Opa hat uns geholfen. Eine Frage. Wusstet ihr eigentlich, dass euer Dinosaurier eins meiner besten Laken trägt? Ach, wirklich? Tja, es lag da auf dem Rasen. Der Wind hat es wahrscheinlich von der Wäscheleine geweht. Oder ich hab's aus Versehen von der Leine gerissen, als ich die vielen Kartons rausgebracht habe. Und es kann auch sein, dass ich drüber gelaufen bin, als mein Kissen runtergefallen ist. Also, es tut mir ja wirklich sehr leid, aber ich muss es wieder haben. Aber wenn ihr zwei mir helft, das Laken zu waschen, dann verspreche ich euch, dass ich für Ersatz sorgen werde. Soll ich es mal spülen? Ja, leg los. Ich glaube, dass es sauberer ist, die Laken, die Papa gewaschen hat. Das sag aber nicht Oma. Sonst müssen wir immer die Laken waschen. Sehr gut gemacht. Das sieht ja aus wie neu. Ich hab was für euch. Nun könnt ihr euren Dinosaurier von Kopf bis Fuß einkleiden. Ich finde, das Zink die Blumen sehr gut stehen. Seht mal. Das sieht ja aus, als wenn Zink auf einmal laufen könnte. Vielleicht will er ins Haus gehen, um bei euch zu übernachten. Also ich würde an seiner Stelle lieber draußen bleiben. Aber es wäre doch echt super lustig, wenn er bei uns übernachten würde. Aber nicht, wenn Oma ihn vorher entdeckt. Wieso denn, Opa? Weil Zink dann morgen die Laken waschen müsste. Theo, was machst du da? Ich trainiere. Und wofür? Na, fürs Bergsteigen. Ich habe nämlich beschlossen, Bergsteiger zu werden, wenn ich mal groß bin. Du wolltest doch Astronaut werden. Ja, na und? Das war gestern. Und vorgestern hast du gesagt, dass du LKW-Fahrer werden willst. Naja, wie gesagt, das war gestern. Heute muss ich als angehender Bergsteiger gegen Sturm und eiskalten Wind ankämpfen. Aber es ist doch gar nicht kalt. Wir haben tolles Wetter. Ja, aber... Und außerdem gibt es hier überhaupt keine Berge. Eines Tages vielleicht schon. Bis bald. Wiedersehen, Elsie. Wir sehen uns morgen. Hallo, Theo. Wie war's in der Schule?
Ich glaube ganz gut. Was hast du denn, mein Kleiner? Ich frage mich, wie ich jemals Bergsteiger werden soll, wenn es überhaupt keine Berge gibt, auf denen ich üben kann, Oma. Aber hast du nicht gesagt, dass du Astronaut werden willst? Ach, das war gestern. Jetzt will ich Bergsteiger werden. Weißt du was? Als ich noch ein kleines bisschen jünger war, da bin ich auch furchtbar gern geklettert und ich... Ja, auf ein, zwei Hügel, die auch nicht besonders hoch waren. Nein, auch auf einem Berg. Ach ja, wirklich? Wo denn? Oh, na ja, ich war hier und dort, weißt du? Dein Großvater hat schon so manchen Gipfel erklommen. Und einmal, da habe ich einen ganz abscheulichen Yeti getroffen. Wow! Das ist ja toll. Aber was ist denn ein ganz abscheußlicher Yeti? Na ja, die Yetis sieht man nur selten. Sie leben in den Bergen des Himalaya. Da, wo der Mount Everest ist? Ja, genau. Und sie sind riesig und am ganzen Körper mit dickem weißem Fell bedeckt. Sie sehen ein bisschen aus wie große Menschen. Hey, das ist ja Wahnsinn. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so einen jemals zu sehen bekomme. Also, ich glaube schon, dass das möglich ist. Wir müssen einfach nur die Augen offen halten. Heißt das, dass wir beide klettern gehen? Ja, wir beide klettern im Haus ganz nach oben. Holen wir uns die Ausrüstung. Also, wir brauchen eine richtige Bergsteigerausrüstung. Ach, wo ist denn... Oh, du meine Güte. Aha, sieh mal eine Fahne. Die werden wir beide hissen, wenn wir auf dem Berggipfel sind. Dann weiß jeder, dass wir als Erste dort waren. Ja, ja, die brauchen wir. Und hier ist ein Seil. Bergsteiger müssen sich mit Seilen absichern, um nicht hinabzustürzen. Ja, es ist gefährlich, auf einen Berg zu steigen. Ja, ich weiß, weil wir auf einen dieser abscheußlichen Yetis treffen könnten. Entschuldige, Puck. So, haben wir denn auch alles? Seile? Ja. Zelt und die Schlafsäcke? Ja, wir sind doch schon alles durchgegangen. Haben wir denn auch die Eispickel? Ja, na klar. Ach ja, wir dürfen aber nicht vergessen... Oh. Du darfst nicht so hektisch sein. Helme, die brauchen wir unbedingt, um uns vor herunterfallenden Felsbrocken zu schützen. Puck braucht aber auch einen Helm. Perfekt. Gut, dann wären wir soweit. Vorwärts und aufwärts. Ja, vorwärts und aufwärts. Es geht los. Hier ist das erste Basislager. Okay, wollen wir dann hier unser Lager aufschlagen? Nein, nein, dafür ist es noch zu früh. Wir müssen noch ein bisschen höher hinauf. Genau, ein ganz abscheußlicher Yeti könnte hinter der nächsten Ecke auf uns lauern. Keine Sorge, Puck, du brauchst überhaupt keine Angst zu haben. Also ich glaube, jetzt wird es ganz schön knifflig. Tja, es sei denn, genau, wir hangeln uns einfach hier hoch. Und dann werden wir unsere Fahne hissen, wie geplant. Vorwärts und aufwärts, na los! Hörst du das auch? Das klingt wie einer dieser abscheußlichen Yetis. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Yetis in der Lage sind zu pfeifen. Gut, das beruhigt mich. Hm?
Oh, entschuldige. Ist das so richtig? Ja, so ist es richtig. Ja, ja, genau. Und weiter geht's. Nanu, was macht ihr beide da? Psst, ich höre einen abscheußlichen Yeti. Ja, hört sich an wie ein Yeti. Oh. Hallo, mein Liebling. Wir sind es doch nur. Ja, das sehe ich. Und was macht ihr beide da? Was ganz Tolles. Wir steigen auf einen Berg. Und wir wollen es bis ganz nach oben schaffen. Aber jetzt machen wir zwei erstmal eine kleine Pause. Wir haben hier unser Lager aufgeschlagen. Ach so, ihr steigt auf einen Berg. Davon kriegt man doch bestimmt großen Hunger. Na, ein Stück Kuchen, damit ihr durchhaltet. Die Idee ist einfach super. Vielen, vielen Dank für den Kuchen, liebe Yeti-Oma. Wir beide müssen jetzt noch weiter, denn wir wollen noch unsere Pfanne auf den Gipfel hissen. Fertig? Oh nein, unser Zelt! Ohne unser Zelt können wir nicht weitergehen. Wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Wir müssen noch weiter. Der Berg ruft. Du hast recht. Vorwärts und aufwärts. Keine Sorge, wir sind gleich da. Ich bin direkt hinter dir. Immer schön weiter, du musst durchhalten. Jetzt ist es nur noch ein Schritt. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Wir haben es bis ganz nach oben geschafft. Tada! Ein dreifaches Hoch auf uns Bergsteiger. Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Bist du das, Theo? Was ist denn hier passiert? Das sieht hier nach Einbrechern aus. Ich rufe die Polizei an. Nein, das ist völlig unnötig. Ich habe eher das Gefühl, dass das hier was mit Theo zu tun hat. Na, das ist ja bewundernswert. Ihr besteigt also einen Berg? Ja, Uroma. Und wir haben es bis ganz nach oben geschafft. Obwohl wir eine abscheuliche Yeti-Oma getroffen haben. Nicht zu fassen. Ich finde, dass ihr beide unglaublich tapfer seid und darum habt ihr euch einen dicken Schmatzer verdient. Theo? Mama? Mama! Theo, was machst du denn nun schon wieder? Naja, du weißt doch, dass ich mal Astronaut werden wollte. Aber ich hab's mir anders überlegt. Ich möchte von jetzt an Bergsteiger werden. Und Opa hat mir vorhin... Opa? Ich hoffe, du hast dir nicht wehgetan. Nur ein kleines Bergsteigerproblem. Du bist ein Scherzkeks. So, du willst also Bergsteiger werden, wenn du groß bist, ja? Naja, ich bin mir nicht mehr so sicher. Man muss ja so furchtbar viel aufräumen, wenn man dann wieder vom Berg runtergekommen ist. Ja, ich habe meine Meinung geändert. Ich habe eine viel bessere Idee. Ich werde Tiefseetaucher. Das möchte ich nicht. Das sollte doch nur ein Scherz sein. Du bist schon ein Witzbold.